Ja, in Summe machen wir nur am Donnerstag die Meditation und morgen haben wir wieder die Studiengruppe. Wir lesen die Lehrreden. Dann haben wir eigentlich zwei Veranstaltungen, das heißt Donnerstag und Freitag, nur Meditation und Dharma-Studium oder Lehrreden lesen. Das haben wir nur im Sommer zweimal in der Woche. Aber die Meditation könnt ihr auch dann zu Hause ein bisschen vertiefen. Die ist schon wichtig auch. Nicht nur dann einfach das Programm folgen, sondern auch dann selber auch ein Programm schreiben, zu Hause, was wir machen können. Und das bedeutet aber nicht, dass wir nur meditieren sollen. Das sollte auch Sommer genießen. Das ist auch wichtig. Und weil Sonne kommt nicht so oft hierher und sie kommt nur einige Monate und dann es kommt nicht mehr. Und dann sollen wir wirklich auch mit ihr einfach Zeit verbringen. Und auch dann die Bäume, die grünen Blätter, das sehen wir nicht oft. Deshalb sollt ihr auch mehr mit den Bäumen die Zeit verbringen. Das heißt, in Wandern und Bäume sehen und in den Wald gehen. Und dieses Glück habt ihr. Es ist wirklich ein Glück, jeden Stadt in der Nähe irgendeine eine Möglichkeit hat, eigentlich mit der Natur einzuwerden. Und viele Leute haben diese Möglichkeit nicht. Und manche Menschen haben so sehr lange die grünen Blätter nicht gesehen. Ja, dann soll man wirklich dieses Glück immer schätzen. Das haben wir wirklich ein Glück. Und besonders hier in Wien, überall, das kann man wirklich, jede Richtung, wenn ihr geht, das ist ein Wald. Ja, und das haben die Menschen damals wirklich gut, das ist so gut das gemacht. Ja, rundherum tausende Hektars Wälder. Ja, das haben sie nicht für eigenen Zweck gemacht. Das ist eigentlich für die zukünftige Generation haben sie das gemacht. Und nicht nur für die Menschen. Und weil sie das wirklich gemacht haben, können auch die Tiere, Insekten, alle möglichen Dinge so und ohne Problem leben. Und manche Länder haben das nicht. Manche Länder, die machen die Welt ohne irgendeine Mitgefühl, alles das weg, zerstören. Und sie verstehen das nicht, weil sie in Wirklichkeit keine Dhamma-Ausbildung haben. Wer die Dhamma-Ausbildung hat, der wird nie einen Baum das wegnehmen, das tun sie nicht. Weil Dhamma und die Natur hat immer eine Unity, eine Vereinigung. Und Dhamma ohne Wälder, Bäume, es gibt keine Dhamma-Wirklichkeit, unkräftig. Und deshalb ist dann der Buddha verbrachte sehr oft seine Zeit in den Wäldern. Es ist das jahrelang, wenn er wirklich dann irgendwie mit Menschen genug gehabt hat, dann ist er sofort in den Wald gegangen. Er hat gesehen, der Ruhe, Zufriedenheit, Glück, die existieren nicht unter den Menschen, sondern in den Wäldern. Und deshalb sollen wir auch das immer dann benutzen. Deshalb haben wir irgendwann, wir haben den Datum noch nicht fixiert. Wir wollen nach einem Tag wirklich mit der Meditation in Zeit im Wald verbringen. Das kriegt ihr dann die Information. Das wollen wir auch dort ein bisschen dann Zeit verbringen und auch spazieren gehen, meditieren, Dhamma hören, essen, trinken. Und alles im Wald das machen, das wollen wir. Und da könnt ihr auch dann daran teilnehmen. Für einen Tag könnt ihr Leute aus Deutschland nicht hierher kommen, aber
Wir könnten auch dann, wenn wir Möglichkeit finden, werden wir auch dann irgendwie mit den Online-Verbindungen, Wald Verbindung gibt, weiß ich nicht, aber das könnt ihr auch das daran teilnehmen. Und Meditation ist schon eine wichtige Tätigkeit des Lebens. Es ist keine religiöse Übung, das ist wirklich eine Übung des Geistes. Wenn wir wirklich uns bewusst geworden sind oder wenn wir wirklich wissen, dass wir einen Geist haben, der Geist braucht die Meditation. Und der Geist ohne Meditation ist sehr gefährlich. Und deshalb die Nahrung des Geistes, die heilsame, gute Nahrung des Geistes ist die Meditation. Und das heißt, Meditation hat nur zwei Wirkungsbereiche. Erst ist der Ruhe, zweite ist der Einsicht. Und wenn ich sage, die Meditation ist die beste heilsame Nahrung des Geistes, das heißt eigentlich die Ruhe und die Einsicht. Das ist eigentlich die beste Nahrung des Geistes. Diese Nahrung brauchen wir. Wenn dieser gute, auch die heilsame Nahrung, die heilbringende Nahrung, wenn er nicht gibt, dann wird der Geist wirklich krank. Und wenn der Geist wirklich krank wird, ist nicht wie dem Körper. Wenn der Körper krank wird, können wir wirklich sehr viele Möglichkeiten finden oder Methoden finden, dann wieder zu heilen. Wenn der Geist wirklich krank wird, ist es nicht so einfach, eine Heilung zu finden. Und die geistige Krankheit entsteht, wenn der Ruhe nicht da ist, auch die Einsicht nicht da ist. Und deshalb ist die geistige Gesundheit bedeutet der ruhige Geist, auch der Geist mit der Einsicht. Und wenn jemand Ruhe verliert, auch dann, wenn jemand wirklich das Erkenntnis, auch wenn er wirklich nicht weiß, was er tun soll, und diese zwei verliert, das ist dann wirklich unruhig werden und wirklich dann sehr störerisch ist, dass er wirklich alles das vernichten wollen, da entsteht nur, wenn der Geist wirklich mit Gier, Hass und geistiger Verblendung arbeitet. Und Einsicht bedeutet nichts anderes als dieses Gift reduzieren. Und wir sehen jeden Tag hier, dort, weit, überall die Menschen unheilsame Dinge tun, weil sie wirklich diese Heilung nicht bekommen haben, weil sie diese Gifte haben. Sie sind gierig, sie haben Hass. Und sie sind verwirrt. Und dann machen sie das überall, die Probleme. Hier in diesem Land, auch den Nachbarländern, ganz weit, auch in Sri Lanka, überall die Probleme entstehen, weil sie das wirklich, diese Gift haben. Und deshalb sagt der Buddha, diese eigentlich den Glück und Zufriedenheit, Frieden. Und das kriegen wir nur, wenn der Mensch wirklich diese Gifte und dann die beseitigend die kann. Die Menschen sollen das versuchen. Mindestens diese Gifte zu reduzieren, sie sollen das versuchen. Und aber diese Gifte, wirklich das zu reduzieren, gibt es keine andere Methode als Meditation. Wir sollen meditieren. Und deshalb sage ich, die Meditation ist nicht eine eigene religiöse Übung. Das ist eigentlich die Übung der Menschheit. Die Menschen sollen das. Wir sehen, wir können nicht in der Vergangenheit, in der Geschichte, auch in der Gegenwart, auch in der Zukunft werden die Menschen wirklich so viele schädliche Dinge machen, weil sie diese Gifte haben, gehabt haben. Und deshalb sollen wir versuchen, vorbildlich zu leben. Einfach, wir sollen unseren Geist befreien von diesen Giften. Und deshalb meditieren wir. Und nicht etwas anderes zu erreichen. Wir wollen nicht irgendetwas anderes zu erreichen. Materielles sowieso nicht. Irgendwie auch nicht das, so wie persönliche Dinge zu erreichen, wie Anerkennung, Ruf und so weiter. Das brauchen wir das nicht. Wir brauchen nur, wir sollen uns bewusst werden, ich praktiziere
Die Praxis hat nur ein einziges Ziel. Ich möchte nicht mit diesem Gift leben. Und diese kann nur sagen, weil ich das erkannt habe, dass ich diese Gifte habe. Ich habe diese Gifte. Gierig bin ich. Auch ablehnende Gedanken habe ich sehr oft. Ich bin so verwirrt. Und dann sehe ich es auch, weil ich gerade diese Gifte, geistige Gifte habe. Deshalb habe ich auch ein Dukkha-Leiden. Und wir leiden nicht, dass wir nicht haben. Wir leiden in Wirklichkeit, wir haben diese Dinge. Es ist nicht der materielle Ebene. Materielle Ebene ist okay, wenn jemand so ein Haus hat, Geld hat, ist nicht so schädlich. Sogar kann das wirklich etwas Positives bringen. Ja? Aber wenn jemand wirklich mit diesen Dingen immer wieder mit Anhaften lebt, dann wird das Haus ein Gift. Wenn das Haus wirklich für das Wohnen verwendet und Dankbarkeit, ich bin so dankbar, dass ich so ein Haus habe, und dann wird das eigentlich eine sehr, sehr gute Wirklichkeit. Der Buddha sagt nicht, dass der Mensch ohne Haus leben soll, natürlich ausgenommen der Mönche und Nonnen, sie sollen Hauslose werden. Und das heißt, kein besitzter Haus, das ist mein Haus. Ja. Und sonst die Laien sollen so schon. Es ist okay, wenn jemand ein angenehmes, schönes Wohnung oder Haus hat. Ja. Es ist eine Erleichterung, ist das. Es ist okay, aber auch nicht jeden Tag denken, wo ich schlafen soll. Ja. Es ist nichts. Ich weiß, dass ich da jede Zeit zu mir, nach Hause gehen kann. Und diese wertvolles Gefühl zu entstehen, soll man einmal ohne Haus zu leben. Dann weiß er, dass wie wichtig ist das Haus. Ja? Es regnet, habe ich keinen Platz, dann ohne nass zu werden, zu bleiben. Heiß, ich habe keinen Platz wirklich, das ist kühler zu erleben. Ja? Ich habe keinen Platz zu schlafen. Ja? Und so weiter und so weiter. Wenn jemand ein Haus hat, das Wirklichkeit ist schön. Aber Problem ist das nicht dieses. Der Buddha sagt, wenn jemand ständig, mein Haus, das gehört mir, mein Haus und ich untrennbar, dann ist das Problem. Das ist das Problem, sagt der Buddha, das soll man nicht tun. Lass das alles los. Denk, dies ist das nur zu verwenden. Und dann verwenden und zu pflegen. Du musst auch damit auf Dankbarkeit die Dinge pflegen. Das ist das nicht, wenn der Dach kaputt ist, musst du das wirklich tun. Aus Dankbarkeit. Wenn der Wände nass sind, dann musst du wirklich irgendeine Möglichkeit finden, dass es das nicht gut ist, ja. Wenn die Küche kaputt ist, dann musst du immer denken, die Küche hilft mir, Essen zu verbreiten. Das soll nicht das wirklich dann kaputt werden. Ich muss das wirklich reparieren. Reparieren deshalb, weil ich denke nicht, das ist mein, das gehört mir, sondern ich bin dankbar, diese Küche hilft mir, das meine Hunger zu beseitigen. Und deshalb mache ich das. Man soll nur nicht die Dinge wechseln, sondern denken wechseln. Ja, wie der Mensch denkt. Und Denken macht das eigentlich Leben glücklich oder unglücklich. Nicht haben, dass die Waren machen keiner. Ja, denken. Man kann schon gar nicht zu Hause, gar keiner. Aber trotzdem, das ist sehr, sehr, sehr unglücklich. Ja. Und manche Menschen, das ist sehr, es gibt eine Geschichte, sage ich das. Es war zwei Mönche in Sri Lanka. Und das ist in Anuradhapura. Das ist der erste Königreich in Sri Lanka. Lebte zwei Freunde. Die zwei sind die Mönche geworden. Eine ging in den Wald, er wollte dort Zeit verbringen. Und er hat sich sehr glücklich, er war da drinnen. Ein Mensch blieb eigentlich im Dorf. Und er hat das viele Dinge für den Dorfbewohner gemacht.
Dhamma unterrichtet und dann Beerdigungszeremonie und alles gemacht. Anderer Mönch hat das für ihn alles gemacht, im Wald hat er meditiert. Natürlich, das ist dann seine, der Dorfmönch, muss er sehr viele Dinge wirklich erledigen. Er hat so viele Verpflichtungen und er hat wenig Zeit gehabt, für sich selbst etwas zu machen. Anderer Mönch hat viele Dinge gemacht. Er hat immer gesagt, der Waldmönch hat immer gesagt, komm bitte, lass alles los, du kommst zu uns kommen. Er lebt im Wald, in dem Wald. Und er hat gesagt, wenn ich weggehe, die Leute haben niemand hier. Und sie können nicht dann irgendeine eine Dharma-Praxis machen, wenn ich gehe. Und deshalb bleibe ich das hier. Und dann eines Tages kam der Mönch, der Waldmönch, zu dem Dorfmönch. Und er hat gar nichts gehabt. Er hat nur die Almosenschale und Robe. Und er war ein bisschen älterer Mönch, er hat eine Gehstock. Nur das gehabt. Und dann in der Früh kam er, und dann ist dann der Dorfmönch hat gesagt, okay, wir gehen dann heute erst Mittagessen, das Almosen da. Almosen sammeln. Und dann, beide sind gegangen, und dann, älterer Mönch, beide waren älterer, dann ist das Gehen unterwegs. Sie wollten das nicht im Kloster zurückgehen. Unterwegs haben dann schon einen Platz bekommen. Sie haben dort gegessen. Und dann sie haben ihre Almosenschale gewaschen. Und dann saßen sie unter dem Baum und ein Gespräch geführt. Und der Waldmönch hat gesagt, der Waldmönch gesagt, dem Dorfmönch, es ist genug. Ich möchte, dass du mit mir kommst. Na? Und er hat gar nichts, er hat aber andere Menschen, hat dann viele Dinge im Kloster. Ja? Und dann hat der Mönch gesagt, okay, wenn du so jeden Tag sagst, ich komme. Und gesagt, wann kommst du? Jetzt. Gehen wir. Doch, Mönch hat gesagt, ich habe eine Almosenschale jetzt, Proben, gehen. Und dann, der Waldmönch hat gesagt, ja, ich gehe nicht zurück zum Tempel, der Dorfmönch. Ich gehe mit dir jetzt in den Wald. Und dann der Waldmönch sagt, oh, aber ich muss zurück zum Kloster gehen. Warum? Warum willst du dann gehen? Weil ich meinen Gehstock verloren, der vergessen habe. Und dann sagt er, ciao. Ich habe alles losgelassen, ich gehe, aber du kannst nicht deinen Gehstock loslassen. Ja? Du musst das zurück, du haftest dies an. Ja? Und so ist das ist nicht irgendwie eine, die Warnung sind kein Problem. Anhaftungsproblem. Ja? Und diesem Waldmönch hat alles losgelassen, aber das nicht. Ja? Und er wollte das. Und es ist nicht wertvoll, er kann auch im Wald wieder einen Stock finden. Ja? Aber er hat gesagt, nein, das ist mein, das gehört mir, ich muss das holen. Und das meine ich, dass die Waren, die Dinge sind kein Problem. Wie wir damit umgehen, ist der Richtige. Ja? Es kann so viele Dinge geben. Ja? Ich bin sehr dankbar, dass ich einen Computer habe, ich eine Kamera habe und dann ist was sage ich, dass es gibt diese Dinge, deshalb kann ich es euch sehen. Ich bin sehr dankbar. Aber ich sage nicht, das ist mein, das gehört mir, das bin ich. Die Kamera ist nicht ich. Das gehört mir auch nicht. Aber ich bin sehr dankbar, ich kann das verwenden, mit euch zu kommunizieren. Ja. Ich jede Zeit, wenn ich gehen musste, das alles bleibt hier. Sie bleiben hier, ich gehe. Sowieso. Alles, was wir haben, müssen wir hier alles loslassen. Das hilft der Meditation. Und diese zu erreichen, machen wir die Meditation. Nicht wegen dem Grund, ah, ich will das und das ja, erreichen. Ich will eine Anerkennung, ich bin ein Meditationmeister. Ja? Oder ich will erleuchtet werden. Ja, das will ich.
Ja, es ist nicht meine Aufgabe. Ich meditiere, ich weiß das. Wenn ich meditiere, ich kriege das in eine große Erleichterung. Ich bin sehr froh, ich bin sehr dankbar, dass ich so etwas machen kann. Deshalb meditiere ich. Es ist gut für uns. So hilfreich, sehr wertvoll. Deshalb nehme ich Zeit zu meditieren. Viele Leute wissen nicht, warum sie meditieren, ja. Und das ist Wirklichkeit, wenn wir das wissen, dann Meditation ist so wertvoll, ist Wirklichkeit. Und viele Menschen werden meditieren. Ja? Und nicht irgendwie dann, und so Kaffeehaus, das sollen die auch machen, aber ganze Leben das tun. Ja? Das ganze Leben ist Wirklichkeit, ganzes Leben, das sie Tag und Nacht mit den Zahlen und das ist Computer immer Geld und das schreibt und das. Wozu? Das bringt nichts. Aber das soll er auch machen. Aber weil ich da arbeite, deshalb kann ich da leben. Und so ist eigentlich, die Meditation ist sehr wichtig für uns. Ruhe und Einsicht zu gewinnen. Deshalb meditieren wir. Und die Meditation machen wir deshalb. Und es gibt keine Zeit, kein Ort zu meditieren. Jede Zeit ist dann Zeit für Meditation. Egal wo ich bin. Ja, ich versuche immer das zu machen. Ich muss so wirklich denken. Für die Meditation, ich habe gesagt, die Nahrung, die heilsame Nahrung für die Meditation ist eigentlich dann Ruhe und Einsicht. Oder was wir kriegen, ist das Wirkung. Und Ruhe zu erreichen, brauchen wir eine Konzentrationsübung. Man kann das machen. Sitzen nehmen wir ein Meditationsobjekt, wie wir gemacht haben, den Atem. Atem nehmen wir als Meditationsobjekt. Versuchen wir, unsere Konzentration, unsere Aufmerksamkeit, Achtsamkeit zu richten. Und dann ist das immer dann, wenn der Körper tut, das ist ständig. Atmet ein, atmet aus. Und dieses Ein- und Ausatmen, der Atem, schenkt nicht nur eigentlich unseren Lebenskraft, der kann auch, und das ist Ruhe schenken. Wenn der Geist wirklich dabei ist, ist er ruhig. Atmet ein, atmet aus, einige Minuten bleiben. Und das ist eine sehr schöne Übung, das könnt ihr sehen, bis einige Minuten beim Atem zu bleiben, versuchen. Und dann ist das kann auch langsam, wenn der Geist ruhig wirkt, und dass der Geist ist auch immer und er hat kurze Zeit bleibt er ruhig, dann fängt er an zu denken, dass so viele Gedanken entstehen. Das ist normal und man soll dann sich bewusst werden, aha, es Gedanken in mir, ist okay, lassen wir das, den Geist soll denken, wie er will, ja, es ist okay, aber man soll immer sich bewusst werden, alles, was da rundherum ist, ist berührt, dass irgendein Lärm draußen ist. Das berührt meine Ohren. Wenn der Geruch ist, berührt meine Nase. Und irgendetwas wirklich, das Innere ist Geschmack, berührt meine Zunge. Und der Wind oder kommt, die Wärme oder Kälte, berührt meine Haut. Und das sollen wir auch, das einfach sich bewusst werden. Nicht nur der Geist, auch die Sinnesorgane sind sehr das funktionsfähig jetzt. Und dann, wenn wir beim Sitzen einatmen, ausatmen, ruhig gewordener Geist fängt an zu denken und denken lassen, einfach dann, vielleicht hört ihr etwas. Ja? Es ist nicht in Denken, Gedanken versunken sein, sondern auch offen lassen. Ohren sollen auch etwas erleben jetzt. Hören. Ja? Einfach das sich bewusst, aha, Hören ist da. Man sieht, das Hören hat auch Anfang, Mitte, Ende. Ja? Ist folgen. Es ist nicht ewig. Es gibt nichts Ewiges. Ja, alles kommen und gehen. Alles kommen und gehen. Kommen und gehen. Und dann plötzlich, und dann
fühle ich etwas. Das hat auch Anfang, Mitte, Ende. Ende ist eigentlich, manchmal ist der Hörens beendet. Auto zum Beispiel, hört nicht mehr. Aber das heißt nicht, dass die Ohren ist nicht aufgehört zu hören. Ohren sind ja gesund. Aber der Geist hat keine Verbindung mit Hören. Und er fühlt etwas in Haut. Ja? Dann ist eigentlich die Meditation, das heißt, Hören aufgehört. Das heißt, Hören ist etwas Geistiges, nicht der Körperliches. Ja, Hören. Wenn der Geist nicht mehr beim Hören ist, man hört nicht. Und dann ist das Fühlen nicht da. Wenn der Geist das wahrnimmt, aha, fühlen, dann soll man dies als Meditationsobjekt nehmen. Und dann kann der plötzlich wieder hören. Ist das überhaupt nicht langweilig, die Meditation? Es gibt so viele Meditationsobjekte, aber alle Meditationsobjekte haben drei Merkmale. Entstehen, Dasein, Auflösen. Manchmal ist Auflösen wirklich das Auflösen, manchmal ist von der Wechseln der Objekte aufgelöst. Weißt du, der Geist wechselt das Objekt, dann hört man es aufgelöst. Und so kann man ein bisschen so Richtung Vipassana. Damit Einsicht gewinnen. Einsicht ist das erste Merkmal des Einsichts. Der Einsicht ist eigentlich Entstehen, Dasein, Auflösen, Merken. Das heißt, die Dinge sind vergänglich. Bleibt nicht gleich. Anicca. Vergänglich. Erkennen. Und so eigentlich ist das, wenn wir einige Minuten die Meditation machen, dann wird eine wunderbare Meditation. Und so, das können wir heute auch einige Minuten Sitzmeditation machen und dann ein paar Minuten wieder kurzer Glieder des Aufstrecken und das alles, ja, und aufstehen und alles und dann wieder einige Minuten Sitzmeditation machen. Ja. Wir haben die ganz einfache Übungen gemacht. Wir haben versucht zu machen. Natürlich dann die Übungen können wir nicht alles ohne Probleme machen. Wir haben sehr viele Hindernisse und wir versuchen immer diese Hindernisse zu überwinden. Und wichtig ist, nicht, dass wir alles so schnell schaffen. Wichtig ist, dass wir nicht die Übung aufgeben. Das ist das Wichtigste. Viele Leute haben andere Dinge vor und es ist auch okay, aber die wichtigste Tätigkeit des Lebens ist die Meditation. Und andere Dinge sind auch wichtig, aber das Wichtigste ist dieses, weil wir nur durch diese Übung irgendwie geistige Ruhe und auch den Zufriedenheit und Glück erleben können. Andere Dinge bringen auch das einfach zum temporales Glück und auch temporale Zufriedenheit. Aber es ist oft sehen wir, das endet wieder das Gegenteil der Unzufriedenheit, Unglück. Deshalb, wenn wir eine halbe Stunde meditieren, manchmal überhaupt nicht merken, dass wir irgendeine Zufriedenheit oder Ruhe erlebt haben. Ist auch nicht so wichtig. Wenn wir die Meditation machen, es ist so ein ganz bestimmt erlebter Geist, Zufriedenheit und Glück. Deshalb sollen wir diese Übung nicht aufgeben. Wir können immer versuchen, im täglichen Leben, auch wenn wir arbeiten, wenn wir zu Hause sind, immer wieder nicht den Sitzen meditieren, auch unsere Tätigkeiten, tägliche Tätigkeiten, einfach die Achtsamkeit verbinden. Das sollen wir dann versuchen und gegenwärtig sein. Man kann nicht alles machen.
Alle Tätigkeiten können wir nicht dann achtsam machen, aber mindestens ein oder zwei. Und das soll auch dann wirklich dann absichtlich das tun, wenn wir essen, denken, ja, okay, ich werde einige Minuten achtsam dieses machen. Oder irgendetwas anderes machen, spazieren gehen oder ja, ist immer irgendeine Arbeit finden, diese Übung machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und man kann auch ohne Meditation auch dann glücklich sein, aber dass wir, ich sage dir, ohne Meditation heißt so viel sitzen und so weiter, man kann glücklich sein, weil wir, wenn wir wirklich einfach versuchen, unsere Tätigkeiten in der Gegenwart zu machen, dann haben wir meditiert. Wir müssen nicht immer dann diese tolle Sitzmeditation machen. Manchmal können wir das nicht. Und unser Körper ist nicht geeignet, solche Übungen zu machen. Es ist, dass Müdigkeit entsteht, dann Körper, dass Schwierigkeiten entstehen. Aber das ist das Wichtige, ist, dass im täglichen Leben irgendeine Tätigkeit, wenn wir, es muss nicht unbedingt eine positive Eigenschaft, wenn wir eine Ärger haben, irgendein Grund, da muss man uns bewusst werden. Ärger ist in mir. Ärger entsteht. Ärger ist noch da. Ärger vergeht oder jetzt auflöst. Es ist nicht immer dann ist ein, oh, wie heiliger sein und meditieren. Nein, wir haben auch dann negative Dinge, machen wir auch im täglichen Leben. Streitigkeiten und ablehnende Gedanken und so weiter. Auch das ist so, manchmal kriegt das sind böse Gedanken, auch Sinnenlust. Und wir sind manchmal sehr, sehr müde. Das sollen wir auch einfach kurzzeitig bewusst werden. Oh, Müdigkeit ist in mir jetzt. Oder ist es noch da? Oh, jetzt ist nicht mehr da. Ist genug. Dann sehen wir, die Müdigkeit hat auch dann einfach entstehen, Dasein auflöst. Dann habe ich, was habe ich wirklich beobachtet, Müdigkeit? Was habe ich gewonnen? Erkenntnis. Was der Erkenntnis, Müdigkeit, die Müdigkeit, auch die körperliche Trägheit, ist auch dem Anderswerden unterworfen. Ist gut. Was habe ich beobachtet, was wir negativ bezeichnen? Was habe ich gewonnen? Erkenntnis. Und so können wir alles als Meditationsobjekt nehmen. Und so, man kann nicht sagen, ich habe nicht so viele heilsame Gedanken, heilsame Tätigkeiten, deshalb kann ich nicht meditieren. Es ist egal, der Geist ist nicht immer positiv. Er kann auch negativ sein. Es ist okay. Aber negative hat auch ein Entstehen, Dasein auflöst. Das soll man tun als Meditationsnehmer. Und negative Dinge tun ist nicht so, nicht gut. Aber negative Gedanken entstehen, man kann nicht blockieren. Es kommt. Ablehnende Gedanken entstehen. Was soll man machen? Soll ich sagen, nein, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich dann so viele ablehnende Gedanken habe? Ich bin nicht schlecht. So ist der Geist. Aber wichtig ist, ich bin sehr froh, dass die ablehnende Gedanken haben. Sie sind da, ist noch da, ist sie nicht mehr da. Ich freue mich sehr. Damit sage ich, ablehnende Gedanken, sie sind auch dem Anderswerden unterworfen. Ich bin sehr froh. Ja? Ich bin sehr froh, dass sie nicht mehr da sind. Ich weiß, dass die nicht da sind, deshalb habe ich da auch Erkenntnis. Vergänglich sind sie. So soll man wirklich im täglichen Leben die Meditation üben. Gut, ihr könnt dann zu Hause, auch wie ich oft gesagt habe, am Abend, bevor ihr schlafen geht, eine kurze Meditation machen und eine Rezitation machen. Und so weiter könnt ihr die Übungen machen. Und wir können dann morgen, wir machen die Lehrreden lesen wir und dann können wir dann morgen wieder sehen. Ja.